Und zwar haben wir ja eine ganze Menge gehört. Wir haben gesagt, am Ende brauchen wir noch 10 Minuten. Wie kriegen wir das jetzt zu uns in die Jugendarbeit, in die Praxis rein? Und vielleicht bist du jetzt voll mit ganz vielen verschiedenen Impulsen oder du bist neu aufgeschreckt oder herausgefordert. Das ist auch super. Und ich weiß aber, und ich weiß, Niklin das auch, dieser eine hat auch die Frage gestellt, wie ist das, wenn man mit dem Feuer alleine ist? Wie kriege ich das jetzt da rein? Und ich weiß, das kann ein Riesenfrust sein. Und ich habe am Anfang erzählt, ich war in Frankfurt Main bei einer Gemeindeneubelebung. Das heißt, das war eine ganz kleine, eingekesselte Gemeinde und wir haben versucht, sozusagen die wieder in den Stadtteil zu bringen. Und wenn ich darüber geredet habe, so, ich mache Gemeindegründung, die Leute haben, glaube ich, immer die Vorstellung gehabt, ja, man braucht halt zuerst mal einen Raum und dann setzt man sich da rein und dann macht man eine Veranstaltung und dann wartet man, dass Leute kommen. Und so war es eben nicht. Ich habe so ein Bild mitgebracht, ich habe immer gezeigt, der Geist weht hier, ne? Ihr merkt, ich drehe das, geil. Also ich habe, Armin, ja. Ich habe gesagt, was hat das mit Gemeindegründung zu tun? Ach so, ich habe ja den Klicker, so wusste ich. Was hat das mit Gemeindegründung zu tun? Und das waren ein Stück weit die Hauptsachen, nicht die Hauptsachen, aber viel Zeit verbringt man damit. Nämlich, dass man sich immer wieder selbst triezt und sagt, ich muss irgendwie raus zu den Menschen, ich muss irgendwie in die Kultur reinkommen, das war Frankfurt, ich habe da immer herrlich Handkäse mit Musik gegessen, das ist auch cool, wenn die Leute einen, die Wirte einen irgendwann kennen, wissen, was du magst und du kommst ins Gespräch. Wenn wir gesagt haben, wir haben Leitungskreis und wir besprechen nicht irgendwelche mega privaten Themen, dann gehen wir in ein Restaurant raus und machen den Leitungskreis da. Und der Kaffeebecher, ich weiß, ich habe mir so ein bisschen zur Routine gemacht, dass ich halt, wenn ich nachmittags mit dem Kaffee loslasse, dann habe ich den halt nicht bei mir getrunken, sondern habe den To-Go-Becher gemacht und habe gesagt, ich trinke den im Park. So, ne? Und ich habe von 50 Mal im Park Kaffee trinken, zweimal den getroffen, den ich überhaupt kannte. Also es war überhaupt nicht so, dass sich da jetzt 5 Leute bekehrt haben oder so. Aber es war für mich wichtig, mir das immer wieder zu sagen und da einfach mich selber zu triezen und zu sagen, lasst uns rausgehen, lasst uns das nicht vergessen und lasst uns da immer wieder langsam reinkommen, eine neue Kultur einzuüben. Denn eine neue Kultur einzuüben, das ist mega, mega schwer. Und ich bin sehr ungeduldig. Ich habe neulich erst gelernt, ich habe so, mal wissen, so wie geht das, wenn man sich so Gedanken, Strukturen, wir haben ja alle unsere Trampelpfade so im Kopf, wenn man die verändern will, also richtig so messbar mit so Computern und so, wenn man sich da jeden Tag 5 Minuten für Zeit nimmt, dann stand da in dem Artikel, dann sieht man die ersten Erfolge bereits nach 4 bis 6 Wochen. Ich dachte, bereits? Denn das gerne jetzt. Kann ich nicht irgendwie mein Hirn da neu vertragen, dass ich nicht. Und das ist halt, es sind schon 4 bis 6 Wochen, wenn jeden Tag eine halbe Stunde, dann wohl schon nach 2 Wochen. Aber ihr seht eure Teams vielleicht einmal die Woche. Und jetzt rechnet das hoch, wie lange das dauert, eine Kultur zu verändern und das eben immer wieder reinzubringen. Und ich glaube, so Sachen wie hier, dass wir uns befeuern und so, das ist super. Aber wir müssen auch realistisch sein, dass das jetzt ein Weg ist, ein Weg, den wir vor uns haben wollen, wenn wir sagen, ja, wir wollen in den Jugendarbeiten wirklich eine Kultur reinbringen. Wir haben in den Gemeindegründungsschulungen, habe ich das mal so gesehen, sagte, also Networking, Leute, soziale Kontakte, andere Vereine kennenlernen, persönlicher Kontakt, Freunde finden und unten ist dann Gemeinde, so das Ganze drumherum und Jüngerschaft. Das sind so die großen 4 Bereiche, mit denen wir beschäftigt sind. Und ihr merkt, der untere Bereich, das ist so ein bisschen, wie wenn hier unten halt die Schwerkraft ist, der untere Bereich, der zieht. Versteht ihr, das geht immer wieder nach unten. Und ist ja auch klar, das ist das, was wir geil finden, das ist das, was wir gerne machen. Wir machen gerne die Andachten, wenn wir uns hier treffen, sagen wir auch nicht, wie viele Leute kennst du denn in deinem Ort, die keine Christen sind, sondern wir fragen natürlich, wie viele kommen denn bei dir? Und das ist was, wo wir, glaube ich, wissen müssen, wir müssen uns immer wieder hochdrücken und einfach uns daran erinnern, sozusagen, Stück für Stück da was Neues zu finden und uns was anzugewöhnen. Das will ich einfach voll realistisch sagen. Also, ne, immer wieder hochdrücken. Ich weiß, in Frankfurt zum Beispiel, da gab es dann ein Stadtfest und ich habe der Gemeinde gesagt, Leute, hier ist Stadtfest,
Wir müssen da einen Stand machen, einen Bereich machen. Und wir machen auch keinen christlichen Literaturtisch, sondern wir backen Waffeln und stellen den Kicker auf, damit die Leute Bock haben, sich mit uns zu unterhalten. Und wenn es dann dran ist, können wir im Gespräch uns mit denen zu unterhalten. Aber wir müssen da raus, wir müssen zu den Leuten. Okay, wenn du meinst und so, aber das geht ja gar nicht, weil wir haben ja, da ist ja um 9:30 ist der Aufbau und um 10 Uhr ist ja Gottesdienst. Ich sage, ja, dann werden wir den Gottesdienst eben ausfallen lassen. Da war aber Stimmung in der Bude. Also das müsst ihr jetzt bedenken, das war ja eine kleine Gemeinde und es war den Leuten anscheinend wichtiger, für 8 Leute eben noch einen 52. Gottesdienst pro Jahr durchzuführen, als 700 Leuten im Ort zu zeigen, dass es uns gibt und uns kennenzulernen. Und natürlich ist das halt, wir haben dann den Gottesdienst ein bisschen früher und kürzer gemacht, sind dann gemeinsam rübergegangen, das war schon super, aber ihr merkt, das ist eben was, man muss drücken, man muss sich da die Prioritäten neu ordnen und immer wieder überlegen, was man machen kann. Mit kleinen Schritten anfangen. Vielleicht ist das so, dass natürlich ist für Heidelberg was anderes dann als für Liefering. Eure Orte sind unterschiedlich. Ob man sagt, wir laden mal die Feuerwehr zu uns ein, um zu sagen, wir brechen da mal diese Mauern auf. Oder wir gehen mit unserem Teamkreis halt mal zur Feuerwehr hin und machen einen Teamkreis zu, was wenn es in meinem Leben brennt und sagen, hey Feuerwehr, super, was ihr macht, erzählt doch mal, super. Beim nächsten Mal rufen die euch an und sagen, hey, wir haben an euch gedacht, lass uns wieder was zusammen machen oder so. Vielleicht anstatt auf der Gemeindewiese das Geländespiel zu machen, einfach mal auf der Stadtwiese zu machen oder so. Einfach immer wieder diesen Impuls zu setzen, hier gehören wir nicht hin, lasst uns raus. Ich war in einer Gemeindejugendreferent und dann haben wir wen aus Inzell eingeladen, der sollte uns ein Seminar machen. Und dann haben wir erzählt, ja, hier ist so ein neues Flüchtlingsheim, das war damals mit der Flüchtlingskrise. Und dann hat er gesagt, ihr habt doch so Brot von so einer Bäckerei, das war übrig, durfte man sich nehmen. Das sagt ihr doch wohl gestehen. Wir nehmen das jetzt und gehen zum Flüchtlingsheim. Ja, und das Seminar, das wissen die doch eh alles schon. Wir gehen jetzt, wir gehen da hin, geben denen das Brot, braucht doch kein Mensch, wir gehen jetzt raus. Und ich habe mir da in die Hose geschissen, auf jeden Fall. Das war jetzt nicht so, dass ich jedes Mal immer sage, jawohl. Aber es war gut, einfach vielleicht auch die Leute mal ins kalte Wasser zu schmeißen oder zu sagen, wir gehen jetzt. Ich weiß nicht, wie toll das wirklich fürs Flüchtlingsheim war. Aber für die Teams, die ich da sitzen hatte, war das ein mega Eye-Opener, überhaupt mal nicht im Teamkreisraum zu sitzen, sondern irgendwie mal rauszusetzen. Was sind da kleine erste Schritte, wo ihr sagt, was herausfordert, aber überfordert meine Jugendarbeit nicht? Und dann guckt langfristig, wo wollt ihr hin, behaltet euch das Feuer, scheint, was sind die nächsten Schritte und schaut, was damit. Und ich weiß ja auch, ich kenne ja ein paar Jugendarbeiten von euch. Bei euch, will ich auch mal sagen, bei euch läuft ja auch wirklich viel. Also ich weiß von manchen, die Care-Pakete packen ab und zu irgendwie an Obdachlose verteilen. Ich weiß, dass ich jetzt hier nicht euch hier das Lesen und Schreiben beibringen soll. Da passiert viel, tauscht euch miteinander aus, was passiert. Vielleicht läuft bei den einen da was schief, dafür bei den anderen mehr oder so. Aber lasst uns miteinander schauen, wo wollen wir hin, dass wir das drücken können und diese neue Kultur da rein und ja, schaffen können. Ich habe das hier ist auch ein Ding, wo ihr sagt, die Orte, wir sind alle unterschiedlich. Wenn ihr sagt, hey, das hier meine Teens, mein Team, dann das Evangelium heute Morgen mit den vielen verschiedenen Anknüpfungspunkten und meine Stadt. Wenn ihr da vielleicht was findet, wo ihr sagt, hey geil, das passt zueinander, dann kann das was sein, was ihr Sprengkraft habt. Wenn euch das eine Denkhilfe ist, kann das auch eine Möglichkeit sein. Ansonsten auch herzliche Einladung zu meinem Workshop. Die Ansagen kommen erst später. Aber ich hab euch noch was mitgebracht. Und zwar lege ich euch einfach draußen ein bisschen was hin. Das sind so, ich habe vorhin gesagt, mit den Schulungen. Falls ihr sagt, wir wollen das in Angriff nehmen und eben jetzt nicht sofort vor die Wand fahren, ich lege draußen so Sachen hin, ich habe über 15 von diesen Dingern gelesen und so und das hier war eins, das ist einfach How to Grow, ist ein bisschen pfingstcharismatisch, das ist richtig so ein Arbeitsbuch so mit ganz vielen Tipps fürs Gespräch und Möglichkeiten, Herausforderungen, ist ein bisschen durcheinander, manchmal sagen sie, man muss es unbedingt so machen, woanders sagen sie, man muss es auch unbedingt ganz anders machen und so, aber es sind trotzdem ganz viele wichtige Tipps damit drin. Wenn ihr sagt,
Wir fangen gar nicht bei unseren Teams oder Jungschalern an, sondern bei uns im Mitarbeiterkreis. Oder wir gründen eine Selbsthilfegruppe anonymer Evangelisten und treffen uns unter uns und sprechen einfach mal unsere Ängste an und unterhalten uns. Dann macht das, dann fangt erstmal bei euch an, bevor wir das jetzt irgendwelche Aktionen in die Teamkreise geben. Es gibt von der FEG, die haben zum Beispiel, ich glaube, das sind irgendwie 6 Einheiten, das ist so für Erwachsene, so Hauskreise oder so, wo es auch darum geht, wie kann ich ein Gespräch führen oder wie kann ich da was machen. Von Before, Small Group Material, das sind im Grunde 6 ganz einfache Basic-Teamkreise, wo es im Grunde um die 4 Punkte geht und am Anfang und am Ende auch noch einer, wo man halt im Grunde einfach über das Thema Evangelium und so weiter spricht. Das hier lege ich noch dazu, das ist einfach ein super Heft. Und habt ihr vielleicht das hier schon gehört, ja, da habe ich dann mitgeschrieben, ich habe versucht, wir haben eben gesagt, von diesen vielen Tipps und Möglichkeiten, die es alle gibt, zu lernen, mit Menschen zu reden, möchten wir eine Teamkreisreihe machen und ich habe echt versucht, die besten Sachen, die auch am besten funktionieren, in eine gute Reihenfolge zu bringen und haben eine Teamkreisreihe rausgemacht. Die True Story gemacht haben, die haben das schon und die haben das auch schon gemacht. Ich lege euch die einfach hinten hin. Ich habe da einen Button reingemacht, wo auch hinten nochmal so Aktionsideen sind. Das ist wirklich was, wo man sagt, man macht 5 Teamkreise und dann macht man auf jeden Fall. Das sind so Base-Teamkreise und man kann sich nach jedem Teamkreis nochmal entschließen, vertiefen wir das Thema oder nicht. Am Ende des Tages sind es eigentlich 15 Teamkreise, aber 10 sind quasi optional. Man macht 5 und man kann mit 10 dazwischen so das noch vertiefen. Es ist bei allen diesen Dingern nicht so, dass ich sage, so und jetzt machen wir die Schulung und dann babam, ist es so. Aber es kann eine Hilfe sein, vielleicht Menschen auszurüsten und vor allem irgendwie eine Stütze zu bieten, zu sagen, das Thema kommt bei uns halt immer wieder mal vor. Und ich glaube, das ist ein großer Schlüssel, wenn man sagt, wie bringe ich das jetzt in meine Gemeinde, ohne dahin zu gehen und zu sagen, wir müssen alles anders machen, sondern lasst uns kleine Schritte nehmen, vornehmen mit einem Ziel, kein Strohfeuer, sondern lieber eine langanhaltende Glut schaffen, wie wir das jetzt in unsere realistische und unsere Kreise nehmen können. Du hast die Zeit gemessen, ne? Oder hast du, ich habe noch 2 Minuten, oder? Achso, also ich. Du hast jetzt schon so viel Werbung für dein Seminar gemacht, das dran kommt noch her. Ich sag jetzt einfach nichts mehr. Nee, du darfst doch mal. Aber es kann ich eine Story erzählen oder ist dafür keiner wie Sinn erzählt? Also die Story, wenn sie 10 Sekunden geht, kannst du auf jeden Fall noch raushauen. Pass auf, ja, so, da haben wir es gesagt. Ich habe so ein ähnliches Ding wie hier. Waren Mitarbeiter aus Jugendarbeiten und wir haben ein ganzes Wochenende uns genommen, gesagt, wie können wir evangelistisch nach außen wirken. Und wir haben Abende diskutiert, ich habe 4 Stunden lang vormittags, wir haben über alles geredet, haben unsere Ängste ausgesprochen und so weiter, Post-its an die Wände gemacht und so weiter. Und dann haben wir gesagt, hey, was uns noch fehlt ist, wir können nicht die ganze Zeit nur in unserem Gemeindehaus sitzen, sondern wir müssen jetzt hier auch mal sagen, wir gehen praktisch raus. Und wir fahren in eine Stadt, die in der Nähe ist, ist sogar eine schöne Stadt, Wetter war gut. Und wir gehen einfach mal raus und gehen mit offenen Augen durch den Ort und sagen, ich bin von Jesus gesendet. Mehr nicht. Wir sagen nur, ich will mal die Menschen mit Gottes Augen sehen. Wir haben gesagt, wenn du crazy drauf bist, dann kannst du auch im Stillen für einen dieser Menschen beten. Einfach mal dieses Erlebnis haben, rauszugehen. Und wenn du ganz crazy drauf bist, darfst du auch wen ansprechen. Aber es ist kein Zwang. Wir gehen nur raus und wollen einfach mal hier raus aus diesem Raum wohin gehen. Und haben gesagt, okay, ich freue mich, wenn 70 mitkommen, 30 sind gerade noch so okay, weil wir gesagt haben, wir machen keinen Zwang, wir machen es freiwillig. Und es sind von diesen 100 Leuten, die 3 Tage lang diskutiert haben, ausgetauscht haben, was geht, was nicht, wie muss Evangelisation sein, sind am Ende 5 mitgekommen. Und das war schon frustig. Und ich dachte, ich erzähle das kurz, weil letztlich können wir hier den ganzen Tag uns austauschen und irgendwas reden und was jetzt sein muss und was ist dran und so weiter. Am Ende zählt halt, egal wie klein der Schritt ist, den du dir als nächstes vornimmst, wichtig ist halt, dass wir halt auch rausgehen. Dass wir es halt einfach mal machen und darauf uns einlassen. Egal wo du